Wunderschönen Nachmittag. Freue mich, dass Sie da sind. Wenn man den Job verliert, zweifelt man nicht nur an sich selbst, man zweifelt an allem ringsherum. Der Weg aus der Arbeitslosigkeit zurück ins Berufsleben gestaltet sich oft schwierig. Aber es gibt sie, diese Wege, man schafft es wieder und wie es geht, werden wir von einigen meiner Gäste heute Nachmittag erfahren. Wie zum Beispiel von meinen ersten beiden Gästen, von der Karin und von der Christine. Herzlich willkommen. Christine, ihr kennt euch schon ewig aus der Jugend und seid über Zufälle und Umwege wieder zueinander gekommen. Und man kann sagen, ihr seid im Moment beste Freundinnen, gell? Ja, seit 40 Jahren. Genau. Vielleicht darf ich mit der Karin anfangen. Was hast du gelernt und wie hat sich dein beruflicher Weg entwickelt? Also gelernt habe ich eigentlich gar nichts, weil ich bin Volksschule gegangen, Hauptschule und ein Jahr Ferrari-Schule und bin dann sehr jung Mutter geworden mit 16 und habe eben durch das nichts gelernt und habe aber dann gearbeitet, eigentlich immer so in Anlernjobs und habe da eigentlich als Verkäuferin gearbeitet und auf einer Tankstelle sehr lange und bin dann eben arbeitslos geworden. Okay, reden wir gleich weiter. Und du, Christine? Ja, ich habe auch in Volksschule, Hauptschule, Ferrari-Schule und habe dann Lehre zur Zahnarztassistentin. Mhm. Und war dann ein Jahr beim Zahnarzt in Innsbruck. Bin dann ein Jahr nach Deutschland, auch zum Zahnarzt, weil in Tirol war das ein bisschen wenig bezahlt. Und dann eben zurück wieder, dann Kaschgewerbe, Verkauf. Wieso bist du nicht geblieben beim Zahnarzt? Das war nur ein Jahr. In Deutschland war nur ein Jahr. Aber und ich meine, wieso bist du nicht in diesem Berufsfeld geblieben? Zu wenig bezahlt. Okay. Das ist wirklich, ja. Okay. Es ist jetzt noch genauso, Zahnarztassistentin ist wirklich wenig bezahlt. Mhm. Und ja, dann eben Gastgewerbe, dann Verkauf, dann wieder Gastgewerbe. Und ja, und dann fahr mal arbeitslos. Weil du wegrationalisiert worden bist oder weil das... Ja, weil viele Lokale entschlossen haben oder andere Chefs übernommen und da war ich dann auch schon über 40 und eben zu teuer, ja. Die Angestellten. Ich war wirklich, ich glaube, 5, 6 Jahre wirklich arbeitslos. Wie war die Zeit? Puh, wirklich, das war extrem für mich. Also psychisch, Depressionen und also da ist dann wirklich, also daheim auch, da habe ich noch einen Lebensgefährten gehabt und also das war meine Launen, das war ein Wahnsinn. Dann Medikamente, also das war dann Wenn man extrem. Sagt ja auch oft, Karin, dir ist es ja auch nicht so gut gegangen, du warst aber nicht so lange in der Arbeitslosigkeit, gell? Ich war 1,5 Jahre arbeitslos, ja. Und wie ist es ich dir? Bin nach 15 Jahren gekündigt worden, weil ich habe auf einer Tankstelle gearbeitet, da war eben auch Personalreduzierung. Das hat mich eigentlich dazu mal sehr getroffen, weil ich habe für die Firma gelebt. Dumm wie man ist, lebst du für die Firma und setzt die ein und dann kriegst du so einen auf den Deckel, dass du auch noch um deine Abfertigung streiten musst und das habe ich nicht für richtig empfunden. Und da bin ich auch in ein tiefes Loch reingefallen. Also, hab dann auch psychiatrische Behandlung gebraucht, weil das hat mich einfach total abgezogen. Das hat mir wehgetan, weil du gibst immer dein Bestes und dann wirst du so absolviert. Vor allem, wenn man sich ungerecht behandelt richtig, gefühlt. Ja? Also wenn richtig. Wenn man sich denkt, okay, gut, ich war unzuverlässig und nein, vielleicht habe ich noch was mitgelassen. Man hat immer sein Bestes gegeben. Genau. Ja, für die Firma gelebt, ja. So dumm war ich, auf Deutsch gesagt. Wie war denn dein familiärer Rückhalt? Mein familiärer, ich war dazu mal alleine mit 3 Kindern. Okay. Nicht das auch noch, ne? Ja. Und habe einen Schuldenberg gehabt, was ich müssen abzahlen. Bin da im Privatkonkurs gegangen, war dann im Abschöpfungsverfahren, 7,5 Jahre lang mit 3 Kindern. Hab das alles zurückzahlen müssen, hab's geschafft. Alleine. Mit meinem Fleiß. Bin auch putzen gegangen nebenbei und alles, dass ich das da zahle. Aber ich hab's geschafft, bin ich stolz super, drauf. Super. Und ja, und heute bin ich glücklich, dass ich einen guten Job habe, oder?
Das ist ja das, dieser Zufall, der manchmal Regie führt im Leben, wie es so schön heißt. Ihr seid dann beruflich lustigerweise wieder zusammengekommen, ja. Nämlich, Christine? Ja, eben Gastgewerbe. Die Karin hat in der Pizzeria gearbeitet und ich nebenbei im Pub. Und so. Da haben wir uns dann eben wieder getroffen. Zusammengearbeitet. Ja, und dann ist das eben auch geschlossen worden, gell? Das Café ist geschlossen worden. Ja, ist geschlossen worden. Dann sind unsere Wege wieder getrennt? Wieder unsere Wege wieder getrennt. Okay. Und seit 2 Jahren haben wir uns wieder gefunden. Jetzt sind wir am gleichen Arbeitsplatz. Wie kam es zu dem, Karin? Bei mir war das so, ich war dann arbeitslos und dann habe ich 1 Jahr zu einer Firma, wo man 1 Jahr arbeiten kann, um einen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben verbracht. Da hat es leider mit einem Job nicht geklappt. Dann bin ich wieder stempeln gegangen und dann nach 1 Jahr bin ich eben zu der Firma in Innsbruck, die dort Altkleider aufbereiten. Und da habe ich mich vorgestellt und dann sehe ich die Christine. Und großes den Job Hallo. Habe ich dann gekriegt und seitdem arbeiten wir jetzt zusammen. Wie ist denn das, weil du gesagt hast, das ist so quasi 1 Jahr hat man Zeit, um den Wiedereinstieg zu schaffen. Ja. Wie wichtig ist das denn? Das ist sehr wichtig, wenn man so eine Stelle hat, wo man weiß, da kann ich jetzt wenigstens 1 Jahr arbeiten und habe in dem Jahr die Möglichkeit, dass sich vielleicht was anderes auftut, weil man wird da auch betreut. Da gibt es ein Jobfinding, da gibt es Psychologen, die mit einem reden, die was dann wirklich in dem Jahr unterstützen, dass es klappt, dass man was kriegt. Weil du gesagt hast eingangs, du hast keine Ausbildung genossen. Natürlich wird es dir wahrscheinlich leid tun, rückblickend, aber das kann man halt nicht so schnell ändern. Oder kann man es ändern? Hättest du können noch Ausbildungen machen oder auch jetzt noch irgendwas lernen? Also Ausbildung kann man auch in unserem Alter noch machen, weil wir haben eine Arbeitskollegin gehabt und die hat die Bäckerlehre jetzt gemacht. Also man kann auch im Alter noch einmal eine Lehre machen. Und möchtest du in der Pension noch wo arbeiten? Ja, so geringfügig, das merke ich schon noch. Also. Okay. Und ich bin einfach ein Quirliger, ich muss was zum Tun haben. Ich denke mal, du wirkst auf mich nicht so. Ich fürchte mich schon ein bisschen vor der Pension, weil ich mir denke, was tue ich noch? Ich bin den ganzen Tag daheim. Also so geringfügig irgendwo, sofort. Und die Christine? Auf alle Fälle. Ja. Gastgewerbe wird sich dann natürlich wieder das nicht, gell? Da wollt's nicht mehr wieder zurück. Nein. Das ist sehr anstrengend, gell? Ja. Kann man zusammenfassend sagen, dass man es schon schafft, aus der Arbeitslosigkeit zurückzukommen? Natürlich. Und wichtig ist da, dass man dranbleibt, wahrscheinlich? Richtig, einfach dranbleiben. Und ich habe halt dann auch viel Putzjobs angenommen oder so. Man darf sich nicht zu schade sein? Nicht zu schade sein, genau. Ich habe so viel in meinem Leben geputzt und das war auch kein schlechtes Geld. Ja, und ich schaue mich auch nicht dafür. Also. Natürlich, muss man ja nicht, um Gottes Willen. Ich habe eigentlich alles gemacht, Mädchen für alles. Die Christine, was ist wichtig, wenn man... weil du bist doch länger in der Arbeitslosigkeit gewesen? Ja, da bin ich schon. Ich habe eben zusätzlich auch durch die Arbeitslose habe ich schon können ein bisschen was dazu verdienen. Ich bin auch putzen gegangen, sicher. Ist klar, dass man da dann jedes Hilfsmittel oder was an da entgegenkommt. Und wenn es halt 2 Stunden sein am Tag, das ist ja das Umfeld anders. Also du triffst da andere Leute und das ist dann der Kontakt, weil sonst, wenn du weißt schon, lappert auf Deutsch gesagt, Entschuldigung. Und ausbildungstechnisch, hätte dich noch was interessiert? Ein Beruf, also so in der Zeit, wo du gearbeitet hast, dass du dir gedacht hättest, ach, das interessiert mich auch noch? Ja, ich war eben lang im Verkauf dann auch. Mhm. Also ich war 7 Jahre dann schon im Verkauf. Ich war auch Chefstellvertreterin und Abteilungsleiterin. Und das ist dann alles. Und dann ist immer wieder Chefwechsel. Und ab einem gewissen Alter dann denkst du, ja, wieso soll ich das und warum gerade ich? Also, und ich bin dann wirklich... Flexibel muss man sein, aber es ist nicht einfach wahrscheinlich. Und ich habe einen Sohn damals gehabt, den habe ich auch allein aufgezogen. Ja. Sicher, jetzt ist er auch schon groß, aber... Ja, aber trotzdem, wenn man Kinder hat und alleinerziehend ist, ist es doppelt schwierig. Es ist doppelt schwierig, ja. Weil ich frage deswegen so mit Ausbildung, weil jetzt der Günther kommt, der ganz viele Ausbildungen gemacht hat und er sagt auch das, man sagt immer Ausbildung, aber auch das schützt letztendlich nicht vor der Arbeitslosigkeit. Hier ist der Günther. In der Vorbereitung zu der Sendung habe ich mir gedacht, was hat der nicht gelernt? Also man hat so das Gefühl,
Du hast so viele Berufe erlernt oder Ausbildungen gemacht. Wir müssen von Anfang an anfangen, damit wir uns auskennen. Ja. Was war das? Was hast du gelernt ursprünglich? Also ich habe das Gefühl gar nicht, eigentlich. Was hast du so viel, dass ich so viel gelernt habe? Na gut, aber wenn du das dann aufzählst, wird man es merken. Aufgefüllt. Naja, zuerst mal mein Respekt an die beiden Damen. Also das ist wirklich unglaublich, dass man das noch hinbringt. Und es zeigt wieder einmal, dass, wenn man will, geht es immer. Gell? Richtig. Und der Udo Jürgens hat einmal gesagt, man muss einmal öfter aufstehen, als man umgefallen ist. Richtig. Und das geht dann, glaube ich. Bei mir hat es begonnen, wie üblich in unserer Gegend, ich komme aus Steyr. Das ist in Oberösterreich, da ist der Weg fast vorgegeben in der Metallbranche. Das ist so eine Art Tradition gewesen, zumindest damals. Ich habe begonnen als Automechaniker und war als Jugendlicher aber schon begeisterter Musiker. Und ich habe die Automechanikerlehre fertig gemacht und habe dann die Aufnahmeprüfung zur Gardemusik in Wien gemacht. Das bestanden, dann bin ich sogar in die Musik gekommen. Habe dann die Möglichkeit gehabt, dass ich studieren durfte, am ganz weit oben in Wien. Habe Saxophon studiert, während dem Bundesjahr, habe dann verlängert freiwillig und habe dann geglaubt, so, jetzt bin ich mit Lernen fertig. Also fertig studiert und bin dann Musiklehrer geworden in Österreich. Hat einen riesigen Spaß gemacht und habe irgendwas, und mir gedacht, da geht noch was. Irgendwie. Zeit war auch noch da. Und so rastlos ein bisschen. Ja, ich bin getrieben ein bisschen. Ja, Aber ich habe Zeit gehabt und ich habe gesagt, es macht Spaß, weil der Begriff Lerner, den habe ich für mich selber dann umgedeutet, umdefiniert in Interesse. Es war dann kein Lernen mehr, es war Interessenserweiterung. Es war Wissensbeschaffung. Ja. Und dann war es auf einmal kein Lernen mehr, es hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe dann nur mit das gelernt, was mir Spaß gemacht hat. Nämlich? Und nicht mehr das, was nicht Spaß gemacht hat. Ich habe dann die Abendhack gemacht, nebenan an ihrem Beruf. Das war bei mir aber nicht so tragisch. Also das ist noch gegangen, weil ich Vormittag frei gehabt habe durch meinen Beruf. Bei anderen Kollegen war das schon schlimmer. Also die haben bis 6 Uhr gearbeitet und dann gedacht, das ist schon sehr belastend. Und am Schluss haben wir dann einmal gezählt. Wir waren über 100 Schüler, Erwachsene, die durch die 4 Jahre durchgegangen sind. Und 18 sind zur Matura. Von über die 100. Da muss man dranbleiben wahrscheinlich. Dranbleiben, ja. Und es wollen. Von die 18 haben 12 Auszeichnungen gemacht. Ja, wenn man was will. Durchgegangen, ja. Hackmatura in der Tasche, wie ging es weiter? Ja, ich habe mir gedacht, jetzt ist es vorbei. Das ist erledigt. Und es war es dann nicht. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass es ein Studium gibt, das kann man nebenberuflich machen. Ja, mich erkundigt und habe es dann gleich angemeldet. Und parallel dazu immer den Job als Musiklehrer? Genau. Ja. Das habe ich ja machen müssen, damit ich reingekommen bin. Ich habe Familie auch gehabt. Ich habe in der Zeit ein Haus gebaut und 2 Kinder bekommen, gemeinsam mit meiner Ex-Frau. Ja. Und naja, dann habe ich studiert. Fernuni, Hagen. Welches Fach? Soziale Verhaltenswissenschaften und Soziologie. Okay. Und währenddessen bin ich drauf gekommen, darum habe ich das für mich selber umdefiniert, von Lernen in Interesse. Weil während dem Studium bin ich auf Themen getroffen, die mich einfach interessiert haben. Und da habe ich gesagt, da fällt mir noch was, da brauche ich was. Dann habe ich währenddessen noch eine Ausbildung gemacht zum Mastercoach. 3 Jahre, also neben Beruf, neben Studium. 3 Jahre, aber das war ein Blockunterricht. Und neben das Familie? Das. Und neben Familie, ja. Okay. Und ob was hat der Frau gesagt? Ja. Das hat er nicht so gefallen. Nicht mehr so viel dann. Ja, dann habe ich noch. Aber darf ich dich kurz was fragen? Ja, hast du das gemacht, weil du in deinem Job als Musiklehrer nicht ausgelastet warst und mehr machen wolltest? Weißt du? Oder wolltest du, hast du gesucht immer irgendwie was Neues, weil du in einem neuen Bereich arbeiten wolltest? Oder hast du das dir gedacht, es kann nicht schaden, viele Ausbildungen zu haben? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht lange nachgedacht. Der Beruf als Musiklehrer hat riesig Spaß gemacht. Zumindest in der ersten Zeit, wo das man noch frisch steht, geht es noch. Ich bezeichne mich selber als beruflichen Fleckerlteppich. Ich habe einfach so viele Interessen, weißt du, breit gefächert. Ja, das ist manchmal gar nicht so gut, wenn man so viele Interessen hat. Gell? Speziell heutzutage habe ich das Gefühl, dass man eher also richtig spezialisiert ausgebildet sein soll und immer tiefer und immer tiefer. Und ich bin aber lieber breit gefächert, wie ein Delta. Ne? Ja, genau. Genau. Und dann? Dann habe ich Mediatorenausbildung gemacht zum gerichtsnahen Mediator. Okay. Und im selben Jahr habe ich dann das Studium abgeschlossen. Also 2007 war ich dann alles fertig. Aber auch darin gearbeitet? Ja, ja. Also auch als Soziologe gearbeitet oder als Mediator gearbeitet? Dann? Ja, als Coach. Okay. Genau, Personal Coach.
und Teamcoach. Ich habe in China gecoacht und in Deutschland. Und das alles nicht mehr, was ich schon lehre. Also, das war seit. Hast gut verdient wahrscheinlich dabei dann auch, ne? Das war nicht so schlecht. Ja. Ich habe den Verdienst gehabt als Musikschullehrer. Ja. Dann 10 Jahre praktisch selbstständig daneben, also nebenberuflich selbstständig. Und ja, es war nicht so schlecht dann. Was ist dann passiert? Wann und wieso bist du arbeitslos geworden? Zum Großteil eigentlich war ich selber schuld. Ich habe den Beruf selber aufgegeben, weil ich gesagt habe, mit der Ausbildung kann nichts passieren. Den Beruf des Musikschullehrers? Genau. Okay. Da kriegst du jederzeit was, weil das ist wirklich eine breit aufgestellte Ausbildung. Mit dem Alter habe ich dann nicht mehr so gerechnet. Also das war, jetzt machst du was Neues. Ich weiß es nicht ganz genau, ob es Midlife-Crisis war. Aus meiner Sicht nicht. Ich habe keine Krise gehabt. Ich wollte einfach wieder mal ins kalte Wasser springen. Das mache ich einfach gern. Und habe dann den Job gekündigt, der eigentlich ein sicherer Job war. Und das mit dem selbstständigen Coach, das war eine interessante Geschichte, weil da habe ich ein ganzes Jahr für eine Firma als externer Coach gearbeitet und sollte dann übernommen werden. Und nach dem Jahr, das war Montag, das weiß ich noch, habe ich mit dem Geschäftsführer geredet, da haben wir noch besprochen, wo mein Büro hinkommt. Und am Donnerstag in derselben Woche hat er mir gesagt, ich kann die Leute übernehmen. Nicht übernehmen, weil Sparmaßnahmen angesagt sind. Und zwar beide Jobs irgendwie weg. Genau. Und warst du wie alt? 48. Mhm. Ja, das ist genau dieses dumme Alter. Das 48, ist, 50 in der Gegend. Okay. Und, aber im Kopf bin ich gar nicht 50. Mhm. Ich bin keine 55. Ja. Ich bin 25 mit 30 Jahren Erfahrung. Schön gesagt. So fühlt man sich, oder? Ja. Und wie lange warst du dann ohne Job? Das war eine interessante Geschichte, weil das AMS hat mir nicht wirklich helfen können. Naja, die haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, wohin mit dem, ne? Richtig, genau. Genau so, das war fast Original-Satz jetzt. Mhm. Und das Zweite war, ich darf keine Kurse machen. Als Akademiker darfst du keine Kurse machen. Das heißt, da habe ich gesagt, passt, dann schaue ich, dass ich selbstständig werde wieder. Mhm. Und habe einfach wieder Ausbildung gemacht. Diesmal war ich schon im Webinar, Internet. Mhm. Man geht ja mit der Zeit. Habe da Ausbildung gemacht zum Daytrader. Was ist das? Daytrading, wenn man mit Futures tradet, Optionen, Aktien, sowas in der Geschichte, nur innerhalb von einem Tag. Die habe ich dann übers Internet gemacht, die Ausbildung. War mir recht, dass man das AMS da nicht zugeschickt hat, also auf Kurse, weil da habe ich Zeit gehabt zum. Ich bin in der Zeit, das war ein Jahr, da habe ich zwischen 8 und 10 Stunden gearbeitet am Tag. Also Fahrt war mir nicht. Weißt du zufällig, wie viel die deine ganzen Ausbildungen gekostet haben? Genau kann ich es nicht sagen, aber so geschätzt um die 30.000 Euro. 30.000? Ungefähr. Das heißt, wenn man alles so wirklich alles zusammenzieht, die man da die selber investiert hat. Die sein Arbeitgeber ersparen würde. Das glaube ich, manchmal übersehen. Jetzt bist du im Moment in einem Programm drinnen, wo man aber nicht weiß, wie, was, wann, wie lang. Was wäre denn dein Ziel? Was würdest du denn gerne machen? Oder was könntest du mit all deinen Ausbildungen? In dem Alter, wo man ist und mit der breit aufgestellten Ausbildung, einfach das, was mich interessiert. Ich mag in keinen Job mehr gehen, nur weil ich einen Job habe. Ich weiß schon, aber was ist das, was dich interessiert? Interessiert mich alles mit Richtung, was Richtung Coaching geht, Beratung, HR zum Beispiel. Oder ich würde gerne herumreisen, also zum Beispiel im Bereich HR, Human Resources. Ja. Da gibt es ja überall irgendwas, gerade innerhalb von der Firma, da zu vermitteln oder die Pläne zu. Na gut. Auf alle Fälle nehme ich an, dass du schon bereit bist zu kämpfen, natürlich. Ne? Also du bist niemand, der sich jetzt, der sagt, ich gebe mich auf und ich hau die Nerven weg. Na gut. Na. Und das ist auch die liebe Renate, die war auch immer schon eine Kämpferin. Herzlich willkommen. Was hast du gelernt? Ich habe Handelsschule gemacht. Mhm. Nach der Pflichtschule habe ich Handelsschule besucht, die dreijährige. Und habe ich dann spezialisiert auf Büro und dann speziell auf Buchhaltung. Und habe dann eben versucht, in diesen Bereich hineinzukommen mit Ausbildung. Ich habe dann Computerkurse gemacht, ich habe eine Buchhaltungsausbildung, ich habe eine Lohnverrechnung Ausbildung gemacht. Ja, dann habe ich alles gehabt, aber keine Praxis. Mein Ziel war die Steuerberatung. Mhm. Ja.
Und in der Steuerberatung braucht man Praxis. Und jetzt habe ich zwar viele Ausbildungen gehabt, aber keine Praxis. Und das war für mich das Problem. Ja. Also ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich überhaupt einmal ins Büro gekommen bin. Zwischendurch noch zwei kleine Kinder, später dann das dritte. War die meiste Zeit allein. Und ja, und das war eigentlich mein großes Problem. Ja. Immer wieder im Ausfälle, dann hat die Firma zugesperrt, dann war wieder was anderes. Ich habe sämtliche Bereiche durchgearbeitet, also von einer Bäckerei bis zum TÜV, bis zum kleine Firmen, große Firmen, ein Malerbetrieb war dabei, ich war beim Taxifunk bei allen möglichen Firmen, unter anderem auch in einem Notariat. Der ist allerdings schon in Pension gegangen, also das war das Nächste. Also so habe ich mich immer fast zu spät. Ja, also man hat nie lang wo bleiben können. Das stimmt, also mir ist auch so gegangen, ich habe alle Jobs genommen, ich habe in der Bäckerei gearbeitet, ich habe da gearbeitet, dann in einem Café, das hat zugesperrt. Man will ja arbeiten, weil es ist nicht, dass man nicht arbeiten will, nur wenn man sich dann irgendwo bewirbt, du kriegst nicht einmal, du kriegst keine Absage oder wir haben uns für jemand anderen entschieden, dann stehst du da mit deinen 55 Jahren und denkst da, bin ich wirklich schon so alt, dass mich keiner mehr nimmt? Nehmen die mich nicht mehr für voll? Denken die, ich kann nicht voll arbeiten? Und dabei, wir sind noch gut im Saft alle und wir haben es noch gut drauf. Ja, wir haben es mehr drauf für die jungen Leute. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Und wir wissen, was gut für ihn heißt. Und wir sind so aufgewachsen. Wir haben daheim schon mithelfen müssen. Und das gibt es auch heute in der leider oft nicht mehr. Und bei uns hat es da nichts gegeben, da müssen daheim mithelfen. Und dann kommt das Argument immer, ältere Mitarbeiter sind zu teuer. Ne? Genau, und dann geht es um die Bezahlung natürlich. Ja. Ich mein, wenn man halt gut oder halbwegs gut verdient und man wird dann arbeitslos, dann kriegst du den nächsten Job und da verdienst du gleich um 300 oder 400 Euro weniger. Da kannst du nicht leben. Ja. Weil man hat seine finanziellen Auflagen, man hat seine Fixung, was man zahlen muss, Miete, Strom. Und vor allem, du teilst dasselbe Schicksal wie die Renate, du warst ja dann auch alleinerziehend irgendwann. Ich war auch alleinerziehend, ja. Und ich habe halt immer gerade das Notwendigste gehabt. Also ich habe meine Kinder großgezogen, ja, aber ich konnte mir nicht viel auf die Seite legen, Urlaub war Luxus. Also es war eigentlich nicht viel drinnen, außer im Überleben. Ja. Wie hast du es geschafft, zurück in den Berufsalltag sozusagen? Ich habe dann vor mittlerweile 6 Jahren eine Schulung wieder mal gemacht vom AMS. War ja verpflichtend, alle halbe Jahr irgendeine Schulung zu machen. Und in dieser Schulung sind wir in eine Berufsmesse gekommen. Und da ist mir dann ein Flyer in die Hand gefallen vom Roten Kreuz. Die suchen eben für den Besuchsdienst. Das war auch so ein Job für ein Jahr, wo man halt dann nachher wieder einsteigen kann. Und das war's, das wollte ich unbedingt. Und aber wenn es der zweite Arbeitsmarkt ist, das war für mich das. Also weg von der Buchhaltung und rein in einen anderen Bereich. Und habe ihm dann dort eben auch so eine kleine Ausbildung, so eine kleine Schulung gehabt und habe dann wirklich ein Dreivierteljahr im Besuchsdienst gearbeitet. Was macht man da? Man besucht ältere Menschen, die eben Hilfe brauchen beim Einkaufen, bei Arztwegen, bei was weiß ich, im Haushalt weniger. Also wir haben viele Spaziergänge zum Beispiel oder eben einmal eine Runde Mensch ärgere dich nicht spülen, einfach unterhalten, damit der Mensch nicht allein ist. Wir haben keine Pflege gemacht, aber eben wirklich mit Menschen gearbeitet. Und das hat mir wirklich getaugt. Und nachher habe ich mich dann entschlossen, weil ins Büro bin ich dann auch nicht dort hingekommen, wo ich eigentlich wollte, eben, was weiß ich, in dem Bereich, was weiß ich, mehr in die Beratung, schon ins Büro, aber schon mit anderen Menschen arbeiten. Das habe ich dann nicht geschafft und habe mich entschlossen, die Heimhilfeausbildung zu machen. Habe dann auch mich beworben, wieder beim Roten Kreuz für die Heimhilfe, habe diese auch gestartet, habe die Aufnahmeprüfung gemacht, habe dort gestartet und hatte dann das Pech, einen Monat später dann über die Stiegen zu purzeln, mir die Kniescheibe zu brechen und im Spital zu landen. So, das war also die Ausbildung weg, von der Buchhaltung war ich weg und dann bin ich zu Hause gesessen mit einem knapp steifen Bein. Das zweite ist sowieso kaputt, das war nicht belastbar und habe halt dann nichts gehabt. Natürlich, das war dann die Depression, das war dann die lange Arbeitslosigkeit, was magst du? Ja, da habe ich dann einmal eine Reha gemacht, habe mich testen lassen, wie weit ich noch arbeitsfähig bin. Da sind dann rausgekommen 30 Stunden. Auf die habe ich gepocht, also auf die 30 Stunden, mehr geht nicht mehr. Und bin dann auf Reha gefahren,
war eine schöne Zeit. Für mich war das wie Urlaub. Also ich habe mich dort wirklich aufgebaut und habe mich entschlossen, nachher weiterzumachen. Also ich habe mir dann ein Fitnessstudio gesucht. Ich habe 3-mal in der Woche geturnt mit dem Ziel, meine Muskeln wieder aufzubauen, was mir auch gelungen ist. Habe dann so zwischendurch auch meine Ernährung umgestellt, damit ich ein paar Kilo weniger kriege, weil vor 2 hatte ich noch ca. 20 Kilo mehr. Habe auch das geschafft, habe dann zwischendurch noch einen geringfügigen Job gehabt, auch in der Buchhaltung, allerdings eben nur geringfügig und nur auf Zeit. Habe das aber dann trotzdem genommen und bin dann ehrenamtlich beim KWB gelandet, also bin heute meinen heutigen Arbeitgeber, und habe dort auch mit älteren Menschen gearbeitet. Eben Unterhaltung, wir haben Quizrunden gemacht. Eigentlich ein schöner Job, ne? Ja, wir haben gespielt. Ich war beim KWB ehrenamtlich, ich war im Nachbarschaftszentrum dann beim Wiener Hilfswerk. Dort habe ich mich auch irgendwie also engagiert dort. Ja. Also unter anderem habe ich dort auch EDV-Beratungen gemacht, also so mit älteren Menschen auch, ja, die sich am Computer nicht auskennen, vielleicht am Handy Hilfe brauchen. Also das habe ich also ehrenamtlich halt. Und bin dann wieder durch eine Maßnahme vom AMS, ja, bin ich dann über eine, da war dann diese Aktion 20.000, die dann ins Leben gerufen wurde. Und da habe ich dann eine Stellenanzeige beim KWB gefunden, die genau auf das zugeschnitten war. Der KWB hat dann wirklich über diese Aktion 20.000 eine Stelle ausgeschrieben, also die erfunden haben. Ja. Das war eben diese Alltagsbegleiterin mit einer halben Einhilfeausbildung. Ja, und eben aber auch befristet und wird vom AMS gefördert, und das Ziel war eben dann weiterzumachen und die Heimhilfeausbildung zu machen. Und das habe ich dann genutzt und bin dort hinein, habe dort auch mit Aufnahmeprüfung und meinen ehrenamtlichen Job, den ich eh schon hatte, also ich hatte schon einen Fuß drinnen, habe ich eben das gemacht, habe dann ein Jahr lang im 13. Bezirk in einem Haus die Alltagsbegleiterin gemacht, war wirklich eine schöne Zeit, ja, ich habe das genossen. Ich bin da wirklich super aufgenommen worden, ich habe ein tolles Team gehabt, ich habe wirklich nette Mitarbeiter gehabt, also nette Kollegen, die mich da hinein und aufgefangen haben, ja, weil ich habe wirklich eine schwere Zeit gehabt und ich war auch psychisch ziemlich tief und habe mich dadurch wieder aufbauen können, ja. Und wie lange hast du den Job jetzt? Ich habe den Job gehabt, also ich bin noch immer beim KWB, habe mittlerweile die Heimhilfeausbildung gemacht und bin jetzt in einem anderen Haus und arbeite als Heimhilfe. Ja. Aber du bleibst jetzt? Ja, den Job habe ich jetzt seit 1.1.2018. Und bist sehr glücklich da? Ja, nein, ich bin sehr zufrieden, ja. Ja. Du bist glücklich, wieder deinen Job zu haben, einen anderen als den Erlernten. Und wir werden gleich einen Herrn kennenlernen, dessen Kündigung die größte Chance seines Lebens war, und über weitere Möglichkeiten des Wiedereinstiegs werden wir auch noch reden. Bleiben Sie dran, bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wenn Sie einmal Interesse haben, nach Wien zu kommen, oder wenn Sie sowieso Wienerin oder Wiener sind und auf den Königlberg raufhatschen wollen zu einer Sendung von mir, dann tun Sie das doch gerne. Wir müssen nur wissen, wann Sie gerne kommen möchten. Um da Informationen einzuholen, rufen Sie am besten 01 886 2747 und die Durchwahl 5776. Heute reden wir über das Thema Arbeitslosigkeit und wir zeigen Chancen, wie man es wieder schafft, zurück ins Berufsleben. Ich habe schon mit einigen Gästen auf der Bühne geplaudert und jetzt drehe ich mich da halb zur Kata, die eine gebürtige Ungarin ist, glaube ich, gell? Ja. Was hast denn du gelernt, Kata? Ich bin eine Hotelfachfrau. Okay. Und nebenbei, mein Vater hat gesagt, du sollst mit dieser Matura nicht mit anfangen. Ja. Du sollst auch einen richtigen Beruf haben. Dann bin ich auch ein Konditor. Noch extra. Sehr gut, ja. Was Gescheites quasi. Ja. Sagt. Ja. Und lange Zeit, wir konnten nicht weiter in Ungarn leben. Dann bin ich erst einmal hier in Österreich gekommen. Ich war in die wunderschöne Zillertal mit einem 4-Sterne-Hotel als Konditor gearbeitet. Aber dann habe ich gesehen, ich habe keine Trinkgeld gehabt. Und ich habe gesagt, putzen kann ich auch, ich bin auch eine Frau. Und nach Italien gegangen als Zimmermädchen zu arbeiten.
Nach 2 Monaten musste ich das nicht mehr machen, weil ich konnte so gut Deutsch. Das habe ich selber gelernt. Mein Chef hat gefragt, wollen Sie nicht zur Kellnerin arbeiten? Da habe ich gesagt, da. Warum nicht? Dann habe ich das angefangen und ich war da wirklich erfolgreich. Ich habe selber ein Restaurant geführt. Aber danach, meine Kinder, weil die hat auch nach mit mir gekommen. Meine Töchter wohnte hier in Wien, weil Wien ist die beste, schönste Stadt. Habe ich gesagt, okay, ich komme. Wir sind zusammengekommen. Und ich war hier 7 Jahre, damals war ich auch schon mit den goldenen Jahren. Ich sage nach 50, ja. Das ist die goldenen Jahre. Und, aber ich habe relativ schnell Arbeit gefunden. Ich war wieder in die Gastgewerbe 2 Jahre lang. Dann, das ist leider pleite gegangen. Dann habe ich wieder schnell eine Arbeit gefunden. Ich war in einem Hotel als Frühstücksdame. Das hat mir auch gepasst. Und dann meine Kinder hat wieder die Idee gekommen, für die Kinder wäre besser, weil ich habe 2 Enkel dabei gehabt. Und auf Land. Land. Genau. Katha, du bist gerade jetzt in so einem Programm gewesen, oder bist du gerade, dass du arbeitest, aber irgendwann ist das vorbei und dann brauchst du eine Arbeit. Was würdest du denn gerne machen? Ich würde gerne, ich habe mehrere Ideen, weil ich werde das nicht lassen, ich will arbeiten. Ich würde gerne zum Beispiel bügeln, das würde ich, weil viele Frauen mag das nicht. Ich mag das gerne. Ja? Ich also das heißt, das du würdest gerne von Haus zu Haus gehen so und bügeln? Okay, dann schade, dass du nicht bei mir wohnst. Na, wirklich, wirklich. Und ich würde gerne, die Kassatätigkeiten ist auch nicht fremd von mir. Okay. Wegen dem Gastgewerbe, ich würde das auch gerne machen. Aber ich habe für jede offen. Leider Monatsende ist meine Arbeit jetzt vorbei. Ich weiß. Ich schaue jetzt nämlich nur an meinen nächsten Gast, weil schade, dass du nicht im Waldviertel lebst, weil dort, liebe Katha, könntest du es dir aussuchen mit den Jobs. Der Ernst sagt nämlich, im Waldviertel gibt es genügend Arbeitsplätze. Herzlich willkommen. Servus. Das heißt, ganz Österreich zieht jetzt ins Waldviertel. Ja, ganz Österreich fürs Waldviertel war ein bisschen zu viel, aber das Waldviertel ist inzwischen eine Zuwanderungsregion. Wir haben wirklich eine Menge Betriebe, die Arbeitskräfte suchen. Braucht nur bei einer AMS reinschauen. Wenn ich nur eine Zahl nennen darf, an die 1500 Arbeitskräfte sind unmittelbar gesucht, und die 300 sind mittelbar gesucht. Wir suchen auch noch nach wie vor Lehrlinge. Das heißt, das Waldviertel ist nicht nur eine Region zum Leben und Wohnen, sondern auch zum Arbeiten. Eine sehr schöne Region. Und auch eine sehr schöne Region. Was sind das für Arbeitsplätze? Arbeitsplätze gehen quer durch die Branchen. Ob das jetzt im Gastgewerbe ist, vom Koch, Kellner, vom Abwäscher, im Sozialberuf, Pfleger, da sind sehr viele gesucht, oder auch in Produktionsbetrieben, ob das jetzt einfache Maschinenbediener sind oder HTL-Absolventen oder FH-Absolventen, die gesucht sind, oder auch im Baugewerbe, wie wir einige große Baufirmen, die Arbeitskräfte suchen. Also es ist wirklich doch immer Potenzial. Wir haben auch internationale Betriebe im Waldviertel, die Arbeitskräfte suchen, die dann auch bereit sind, für unseren Betrieb, für die Betriebe, die wir dort haben, auch ins Ausland zu gehen und dort den Mann, die Frau entsprechend zu stehen. Das heißt, das Waldviertel ist eine Arbeitsregion, die qualifizierte Kräfte braucht, dringend. Potz, Blitz. So, und wie schaut es aus mit älteren Arbeitnehmern? Arbeitnehmern, ja, natürlich. Was suchen wir Betriebe? Wir Betriebe suchen Leute, die schon Berufserfahrung mitbringen, die also Ausbildung mitbringen. Der sind auch ältere Arbeitnehmer durchaus gewünscht und gesucht, denn die bringen Erfahrung mit, die ein Junge erst mitbringen muss. Das heißt also, ich weiß schon, dass man mal zu alt ist, wird schon schwierig. Das muss man fairerweise zugestehen. Was heißt zu alt? Ja. Ich will jetzt bewusst keine Altersgrenze nennen. Wir haben einige positive Beispiele gehört, wirklich gekämpft haben, auch wenn es der Arbeitsmarkt abgeworfen hat, wenn ich das so waldviertlerisch sagen darf. Ja, ihr habt euch wieder platziert und wieder einen Arbeitsplatz gefunden. Also je älter, umso schwieriger wird es, das ist Fakt. Auch das ist im Waldviertel nicht anders wie in anderen Regionen. Aber trotzdem, ich musste da festnageln. Reden wir da jetzt von 50 plus? Na, ich bin drüber. Also, ich rede nicht 50 plus. Also, ich sage immer so, ich bin ja vom Brotberuf Personalleiter. Wenn man noch 5 Jahre zum Arbeiten hat, findet man auch einen Arbeitsplatz. Wenn die Pension näher als 5 Jahre ist, dann wird es schwierig. Hast du einen Tipp für den Günther? Da habe ich einen großen Tipp. Sogar wenn ich richtig zugehört habe, jetzt draußen in der Wartegruppe. Mein Brotberuf ist ja Personalleiter, Personalentwickler. Ich sage, ich bin Menschenfänger auf gut waldviertlerisch. Und wenn ich höre, dass du in dem Personalbereich Interesse hast, aufgrund deiner diversen Ausbildungen, die du auch angesprochen hast, können wir dann nachher gerne uns noch auf einem
Glas Wein oder Bier, wird es wieder geben, zusammensetzen. Wie kannst du mit deiner Ausbildung eben doch im Personalbereich, im Personalentwicklungsbereich tätig werden? Weil da sind die Erfahrungen, die Ausbildung, die du genossen hast, sicher wertvoll. Kann ich nur bestätigen. Also sollte sich... Auch im Waldviertel. Also ich bin pensionsnahe, also vielleicht. Sollte sich was ergeben zwischen den Herren, gell? Bitte lasst uns das wissen, ja? Haltet uns am Laufenden. Wobei es interessant ist, also den Satz, den du jetzt erwähnt hast, wenn man näher ist, so im Jahr. Ich habe vor kurzem wieder einen Personalleiter geredet, der hat gesagt, warum soll ich einen nehmen, der, also wenn ich an eine Pension geht, warum soll ich einen nehmen, der in 10 Jahren auch in Pension ist? Ja. Also der ist schon 55 unten. Mhm. Und das ist dann eine Einstellung, wo ich sage, okay, wie weit noch? Und schau, die Frage ist ja auch immer, wie lange will man arbeiten? Und wie ich habe es ja selber gesagt, auch wenn ich dann in Pension gehe, möchte ich noch eine Tätigkeit haben. Ja. Und es sind auch Teilzeitkräfte oder auch geringfügige Kräfte immer wieder gesucht für diverse Positionen. Man muss halt wirklich suchen und auch sich nicht zu faul sein, auch Jobs zu machen, die vielleicht momentan gerade nicht so interessant sind. Geringfügige Jobs kriegst du wie Sand am Meer. Ja. Nur wenn du aber jetzt 55 oder was bist, einen Vollzeitjob, wo du verdienst, dass du deine Wohnung und alles zahlen kannst, kriegst du nicht. Ja. Geringfügig, ja, wie Sand am Meer. Ich kann da arbeiten ohne Ende. Da putzen oder da aushelfen oder das. Nur einen Vollzeitjob kriegst du nicht. Ja. Ich habe das geringfügig, jetzt bin missverstanden worden. Ich habe zuerst gesagt, in der Pension wird es ja nur geringfügig arbeiten. Ja. Das ist sonst schon ein Vollzeitjob sein. Nur, wenn man jetzt zum Beispiel Arbeitslosengeld hat und man möchte gern, und das läuft aus und du hast keinen Job, also geringfügig kriegst du immer was. Mhm. Aber das ist der Ernst der Firma nicht daher. Ja. Der Ernst hat gerade gemeint. In der Pension dann, nicht? Ja. In der Pension geringfügig, aber sonst schon Fulltime, Vollzeit. Günther, wäre das eine Idee, ins Waldviertel zu ziehen? Oder ist das ganz weit weg? Weil du jetzt erst gesagt hast, ich reise gerne, ne? Ich bin für alles offen, immer. Mhm. Immer schon gewesen. Okay. Ich bin Musiker. Musiker kennt sowieso keine Feiertage, keine Wochenenden. Also, das ist ein wichtiger Aspekt. Die Waldviertler sind nicht so musikalisch. Ja, sehr. Musikerband, Musikschulen. Ja. Da wäre ein Nebenberuf des Musiklehrers wieder ein Nebenberuf, ja, genau, neben Hauptberuf vielleicht. Ne? Ja, vielleicht, ich meine, das ist jetzt so, wie soll ich sagen, wenn ich dir jetzt sage, wie wäre es Waldviertel, ne? dann gibt es viele Menschen, die sagen, ich bin nicht bereit umzuziehen, ich habe mein Haus, ich habe meinen Garten, ich habe meine Freunde, meine Familie, aber wahrscheinlich muss man heutzutage ernst auch ein bisschen flexibel sein. Nicht? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn auch wenn es schwierig ist. Ja, Flexibilität, ob das jetzt von der Arbeitszeit her ist, ja, ob das auch vom Arbeitsort her ist, die Betriebe sind flexibel und damit brauchen wir auch flexible Arbeitnehmer. Wenn wir heute konkurrenzfähig bleiben wollen und der Weltmarkt, Arbeitsmarkt ist auch im Waldviertel zu Hause, daher brauchst du flexible Arbeitnehmer, ob das Schichtmodelle sind in manchen Bereichen, ob das also, dass man nicht immer gleich auf die Uhr schaut, jetzt ist 5, jetzt gehe ich heim, weil heute noch was zum Fertigmachen ist, aber mit Flexibilität, ich kann das bestätigen, ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Was ist denn wichtig bei Bewerbungsgesprächen? Vor allem bei den Älteren, ja? Das gilt einmal generell, was ist wichtig? Ein lückenloser Lebenslauf. Es ist immer dumm und blöd, wenn ein Lebenslauf dann Lücken hat. Und wenn ich halt eine Zeit lang arbeitslos war, dann war ich halt arbeitslos. Dann schreibe ich das eine. Weil das Erste, wo wir schauen, ist der lückenlos. Es reicht der tabellarische Lebenslauf. Es ist einfach wichtig, auf Ausbildungen, die man gemacht hat, ob das jetzt Berufsausbildungen sind oder auch irgendwelche Kurse, die man dann gemacht hat, weil man bei einer AMS gerade eine Ausbildung gekriegt hat, was du gerade zuerst erzählt hast, das sollte man schon mit einschreiben. Und dann ist halt wichtig, wenn man beim Vorstellungsgespräch ist, weil der Lebenslauf ist die Eintrittskarte fürs Vorstellungsgespräch. Und dann bin ich halt dort, da muss ich halt Interesse bekunden an dem Job. Ich muss ein bisschen was wissen über die Firma. Wenn ich mich bei der Firma A bewerbe, sollte man halt ein bisschen was anschauen, wer ist die Firma A. Ich muss dann sagen, warum bin ich gerade gut für den Job? Also sich verkaufen, zu vermarkten, die ist ganz, ganz wichtig. Karin, glaube ich, hat eingangs gesagt, manchmal kriegt man gar keine Absagen. Also auch an die Firmen, bitteschön. Es ist, ich weiß, viel zu tun, aber es gebietet die Höflichkeit, dass man wenigstens einen Brief bekommt oder ein E-Mail oder einen Anruf. Ich muss dir leider recht geben, dass es eine Unsitte ist, dass man nicht antwortet. Ja. Aber wenn man nicht Antwort kriegt, dann halt bitte hartnäckig anrufen. Ich habe euch vor 14 Tagen, vor 3 Wochen eine Bewerbung geschickt. Was ist mit einer Bewerbung? Bitte notwendig hartnäckig sein. Ja. Also man kann sich das alles auch sparen, sich irgendwo bewerben zu müssen. Man kann so machen wie mein nächster Gast, wie der liebe Norbert, weil dessen Kündigung war das Beste, das ihm passiert ist, dem lieben Norbert aus Vorarlberg. Herzlich willkommen. Ja.
Norbert, was hast du gelernt und was hast du beruflich gemacht? Ja, also gelernt dann im Maschinenschlosser und habe beruflich 40 Jahre in Industriejobs gearbeitet und die letzten 30 Jahre im selben Betrieb. Gut. Also genau so, wie ich gesagt habe, wie es unsere Väter gehabt haben. Ne? Genau so, ja. Und was ist dann passiert? Dann ist passiert, dass ich gekündigt worden bin, offiziell, sage ich mal, aus Kostengründen. Und ich war zu der Zeit aber auch krank und war im Krankenstand und ja, Vermutung liegt nahe. Dass das der Grund war. Dass das der Grund war, lassen wir aber bleiben. Mhm. Ja, und so war ich arbeitslos. Wie war denn damals der Familienstand? Zu der Zeit war ich verheiratet. Mhm. Kinder? Ja, meine Frau und ich, wir haben 7 Kinder zusammen. Okay. Allerdings sind die alle schon erwachsen und deshalb war es für mich jetzt kein, also nicht aus finanziellen Gründen ein Problem, die Kündigung, ja. Okay. Und dann bist du weitergegangen. Großer Schock wahrscheinlich? Zuerst Schock, Depression, also ab in den Keller mal so richtig durchhängen und nicht wirklich verstehen, warum das passiert, ja. Er hat wirklich sein Leben fast für 30 Jahre für die Firma gegeben und kann sich's dann eigentlich nicht so vorstellen, wenn es so kommt, dass es wirklich passiert. Dann es dauert eine Zeit, bis man sich wieder aufhängt. Es ist dann 2 Monate hat es gedauert. Ich bin zu Doktoren gegangen und habe schon gefragt, ja, wird das nicht mehr besser? Das war dann so, dass man halt Psychopharmaka angeboten hat und solche Dinge. Und das war dann nicht die Lösung für mich. Und habe mich dann entschieden, auf den Jakobsweg zu gehen. Da habe ich mir erwartet, dass es mich wieder aufbaut, dass ich eine Art Selbstfindung wieder bekomme und einen neuen Weg. Und das hat sich alles bewahrheitet. Also das ist wirklich so. Ja. Und das hat mir extrem Kraft gegeben zum Neudurchstarten. Ja. Alleine bist du gegangen? Ich bin alleine gegangen, ja. Von wo weg? Also richtig gegangen? Also von Frankreich nach Spanien, ja. Und das waren knapp 800 Kilometer. Eine wunderschöne Zeit. Und jeder Tag macht einen stärker und gibt einem neue Kraft fürs Leben, ja. Wahrscheinlich auch der Anfang einer neuen Aufgabe, weil du bist gestärkt und selbstbewusst zurückgekommen. Genau. Ne? Es macht sehr viel aus. Man hat ja kein Selbstvertrauen nach so einer Kündigung, weil man immer denkt, ja, man ist ja selber derjenige, den man gekündigt hat. Also man ist ja selber derjenige, der nicht geeignet war, sonst hätte man dich nicht gekündigt. Und das zieht einen so runter, man hat das Selbstvertrauen, ist einfach ganz wichtig zum Wiederaufbauen und das muss man wirklich dran arbeiten. Mit dem Laufen ist das gegangen, weil das ja auch eine Herausforderung ist und man jeden Tag die Bestätigung hat, jawohl, ich habe es geschafft, ich bin wieder 30 Kilometer gelaufen über Stock und Stein und es war, jeden Tag bin ich gewachsen. Ja, und dann bin ich zurückgekommen. Danke. Dann bin ich zurückgekommen und habe mir überlegt, okay, wie soll es weitergehen? Es war nämlich nicht so, dass ich jetzt auf dem Jakobsweg die Eingabe gehabt habe. Ich habe mich nur dort entschieden, ich werde nicht mehr in die Industrie gehen. Ja, das war für mich kein Ding mehr. Bin dann aufs Arbeitsamt gegangen und habe das auch dort erklärt, habe mich arbeitslos gemeldet und gesagt, das kann ich nicht machen, ich halte es nicht mehr aus in der Industrie. Und da war zuerst schon mal bloß großes Staunen und das geht doch gar nicht. Und was stellen Sie sich vor? Und ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, ich weiß es noch nicht, ich muss mir das noch überlegen, ich will jetzt mal drüber nachdenken. Habe dann eine Woche später ein paar Möbel gekauft und die zusammengebaut. Und da war für mich klar, genau das will ich machen. Und so bin ich wieder zum AMS gegangen und habe gesagt, okay, ich würde gerne selbstständig werden. Und ich habe gelesen, dass es hier eine Form der Unterstützung gibt. Und die habe ich dann auch sofort bekommen. Und es hat dann noch 4-5 Monate gedauert. Ich musste Kurse besuchen. Und dann war es soweit, dann war meine Firma gegründet. Ja. Und du tust heute was? Ich baue heute Möbel zusammen.
die im Bausätzen gekauft werden. Wie, also Menschen, die das entweder nicht können, ja, oder nicht, genau, wollen. Ob es eine Sauna ist, ob es ein Schrank ist, ob es ein Bett ist oder was auch immer. Also bist du jetzt Einzelunternehmer? Ich bin jetzt Einzelunternehmer und schraube alles zusammen, was zum Zusammenschrauben ist. Wie gefällt es dem Günther? Ja, super. Super, gell? Ich brauche nur eine Idee. Eine tolle Idee, ja. Nicht aufgeben. Aber ich glaube, wenn man den Jakobsweg geht, dann macht man sich über das schon Gedanken ein bisschen, nicht? Man macht sich schon Gedanken, aber es ist einfach nicht so, dass jetzt die Lösung vom Himmel fällt. Ja, klar, das sondern, nicht. Dass andere Dinge an dir wachsen. Ja. Und das ist eigentlich das Wesentliche an dieser Veränderung, dass man sich selber wieder auf den Weg bringt. Selbstvertrauen wiederfinden. Ja, genau. Das ist wichtig. Das ist jetzt so ein wunderbares Positivbeispiel, liebe Elfriede Gerdenitz, Karriereberaterin und Autorin. Aber es ist nicht immer so toll, wie es jetzt der Norbert geschildert hat. Warum ist es im Alter schwieriger, einen Job zu finden? Naja, also unsere Gäste haben das irgendwie so aus ihren Erfahrungen her, ohne dies schon ganz gut beschrieben. Ich kann das jetzt fast nur mehr zusammenfassen. Es gibt unterschiedliche Gründe. Es gibt Gründe, die liegen bei den Arbeitssuchenden. Definitiv, auch das ist schön rausgekommen, dieses tiefe Loch, in das man hier reinfällt, dieses Entsetzen, plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden oder nicht mehr wichtig oder wertig zu sein, das stürzt Menschen manchmal wirklich nicht nur in depressive Verstimmungen, sondern tatsächlich in Krankheitsbilder hinein. Und wenn ich dann hier noch versuche, so viel Kraft aufzubringen, mich trotzdem zu bewerben, dann liegt es auf der Hand, dass ich nicht wirklich sehr überzeugend bin oder auch nicht sehr stark auftrete, weil ich mich selber nicht mehr einschätzen kann oder von mir selber halt nichts mehr halte. Also das ist immer schwierig. Ich erlebe aber auch immer wieder ältere Arbeitssuchende, die rauskippen aus einem Job, sehr schnell den Anschluss wieder finden wollen, aber mit falschen Erwartungen. Also ich habe manchmal Menschen, die irgendwie so 20, 25 Jahre in einer bestimmten beruflichen Tätigkeit drinnen waren, sich wenig weitergebildet haben, also relativ veraltetes Wissen mitbringen und trotzdem meinen, dass sie jetzt beim nächsten Arbeitgeber logischerweise zumindest in die gleiche Stufe hineinkommen, wenn nicht irgendwie eine Position höher mit entsprechenden Gehaltsforderungen. Das geht nicht zusammen. Was ist dann wichtig beim Wiedereinstieg? Sich ein bisschen zurückzunehmen in den Erwartungen? Ich denke, man braucht primär gute Nerven. Nämlich wirklich gute Nerven. Und man muss immer darauf aufpassen, dass man sich nicht völlig verliert in dem, was passiert. Das heißt, gute Freunde um einen herum haben. Vielleicht auch mal einen Berater, einen Therapeuten, der hier so ein wenig mitträgt über die erste Zeit. Und dann halt tatsächlich dranbleiben. Weil das, was auf der Unternehmerseite, auch wenn wir, da bin ich voll bei Ihnen, natürlich in sehr vielen Regionen, in sehr vielen Branchen einen extremen Facharbeitermangel haben, das passt halt oft nicht zusammen, weil die Firmen wollen halt gerne einen Schlosser, nur der Schlosser sollte jetzt nicht zwingend 55 sein, sondern im Idealfall halt schon 25 oder 30, wer da kann das ja auch, außerdem ist er billiger. Und in der Arbeitslosigkeit selber, also klar, man kann einen Therapeuten, das soziale Netz, die Freunde, aber man sollte vielleicht schauen, dass man trotzdem was macht. Also auch wenn man jetzt nicht arbeitet, trotzdem aufstehen und dann halt vielleicht rausgehen. Also dass man Ich würde sogar weitergehen. Also klar, natürlich, wenn ich mal meine Wunden irgendwie ab 4 Wochen geleckt habe und dann sollte da Ruhe sein damit, auch wenn es schwer ist, dann muss ich schauen, dass ich meinen geregelten Arbeitsalltag irgendwie wieder aufnehme, sonst versumpfe ich. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, nutzen Sie die Zeit doch bitte für Weiterbildung. So wie das einige von Ihnen gemacht haben. Jetzt aber nutzen der Günther, Also bei Ihnen würde ich ganz ehrlich empfehlen, werden Sie Bildungsberater. Ich glaube, dafür sind Sie prädestiniert mit den Erfahrungen. Also Ausbildung. Klar, Ausbildungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, das ist ja auch so schön durchgekommen. Ehrenamtliche Tätigkeiten werden mittlerweile vom Personalisten tatsächlich ernst genommen, auch wieder höher eingewertet als früher. Wir sind ein Land der ehrenamtlichen natürlich, sonst wird unser System nicht funktionieren. Ja, richtig, ja genau. Also es gibt Chancen, es gibt Wege, man sollte nur quasi dranbleiben, positiv das Ganze sehen. Es ist hart, es ist hart. Aber Sie sind ja die besten Beispiele dafür, das funktioniert schon. Aber man braucht halt wirklich so diese Energie, die man selber aufbringt oder wo man sein soziales System hat. Ganz depperte Frage, aber gibt es
einen Bereich, wo so marktlückenartig, weil die Berufe verändern sich ja auch. Ja? Also Berufe, die es früher gab, gibt es heute nicht mehr und neue entstehen. So, ich denke jetzt an den Norbert, der seine Firma gegründet hat und jetzt Möbel zusammenbaut. Gibt es irgendetwas, wo man sagt, dahin denken? Na, persönliche Dienstleistungen insgesamt machen Sinn. Also ob ich jetzt die Kasteln da zusammenschraube oder ob ich, ich weiß nicht, so wie zum Beispiel diese Unterhaltungsdame, die sie ja eigentlich sind. Früher, wie hat das früher geheißen? Ja, eh so ähnlich, eh Unterhaltung. Gesellschaftsdame, genau, ja, so. Die war das. Also das ist großartig. Also ältere Menschen. Wir werden immer älter. Es gibt sehr viele junge Familien, Alleinerziehersysteme, die heilfroh sind, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie so eine Art von Omi oder Opi sich hier auch kümmert. Also an beiden Enden, bei den etwas Älteren können wir ansetzen, bei den Jüngeren können wir ansetzen und überall dort, wo sie selber einen Bedarf sehen, wo sie keine Deckung finden. Wie jemand, der eigentlich alles ein bisschen kann, ne? Den dafür alles einsetzen kann. Da, sowas gibt es aber mittlerweile auch schon. Das sind so diese Ehemänner, die man mieten kann. Die können alles. Kann ich bestätigen. Also die sind wirklich nicht ungeschickt. Also Möglichkeiten gibt es. Dankeschön. Sehr gerne. Heute einige Tipps dabei. Vielen Dank an meine Gäste für ihre Lebensgeschichten. Wie wir gesehen haben, kann es jeden von uns sehr schnell treffen, sofern Sie nicht schon in Pension sind. Aber wenn Sie gerade in der Situation der Arbeitslosigkeit sind, dann bitte nicht aufgeben, wie wir von unserer Expertin Frau Gerdanitz gehört haben. Positiv sein, weitermachen, suchen, schauen und vielleicht sind wir ja auch ein Stück weit für Sie da. 0900 91 0098. Themen dieser Art haben wir immer wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus. Sie halten nichts von Romantik und sind in Liebesangelegenheiten sehr pragmatisch, denn Sie führen eine Zweckbeziehung. Darüber möchten wir mehr erfahren. Rufen Sie uns an 0900 91 0098.